Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem Phantasialand. Mit dabei Lea, auch meine Schwester genannt. Wir befinden uns heute hier. Wir haben die Chance nochmal ergriffen. Es hat aber auch noch einen anderen, ganz besonderen Grund. Ich denke, der eine oder andere weiß, dass die neue Achterbahn hier im Phantasialand eröffnet wurde. Und Lea möchte auch mal. Ja. Also fahren wir heute mal eine Runde Fly. Aber wir werden wahrscheinlich jetzt erstmal die Windjams davor schieben und erstmal uns Richtung Goose Town begeben. Bei meinem letzten Besuch bin ich ja nur in Rockburg gewesen. Das heißt, ich habe lange nicht mehr den Rest vom Phantasialand gesehen. Und wir gucken uns heute natürlich alles an. Wir haben heute extrem gutes Wetter, muss ich sagen. Also losgefahren wird schon, es sah nach Regen aus. Es hat, glaube ich, auch leicht genieselt schon bei uns. Und kurz vom Phantasialand auf einmal, boom, nicht eine Wolke am Himmel. Ihr dürft aber nichts verwechseln, wir haben nämlich nicht Sommer. Der Wintertraum ist hier in großer Vorbereitung gewesen und wir können ja mal hier rüber schauen. Der Weihnachtsbaum steht. Der Weihnachtsbaum steht. Ist das nicht geil? Dieses Jahr alles ein bisschen anders. Man sieht hier, hier sind so Podeste aufgebaut worden. Da unten wird die Eisbahn aufgebaut, die Eisfläche. Man fährt wohl unter diesen Podesten sogar her. Das gucken wir uns gleich mal von unten an. Der Baum ist echt schön, sehr, sehr förmig, muss ich sagen. Er steht ein bisschen schief, aber hoffen wir, dass das Ganze in Benutzung kommt. Denn das Phantasialand macht ja übermorgen wieder zu erstmal. Wenn aber alles gut geht, dann geht es am Anfang Dezember wieder los und ja, dann können wir das hier nutzen. Man sieht, es ist ein bisschen anders. Also es wird dieses Jahr wahrscheinlich keine Shows geben. Man hat hier so runde Bänke aufgestellt oder so. Hier wird dann die Eisfläche wohl wieder aufgebaut werden. Es wird einfach mal ein bisschen was anderes. Die Warteschlange bei Rockburg ist nicht sehr lang. Sollen wir uns anstellen oder willst du lieber Goose Town erstmal? Mir ist egal. Dann begeben wir uns mal nach Goose Town. Lea geht noch mal kurz auf Toilette und dann bewegen wir uns in die erste Achterbahn. Vielleicht auch in die ersten zwei. Schauen wir mal. Hört ihr diese Stille? Das ist der Wahnsinn. Hier ist einfach niemand. Die Wartebereiche sind zwar noch zu, aber voll lustig, wie ruhig es einfach ist. Erlebt man auch nicht alle Tage. Ich bin mal gespannt, wann hier gleich die Musik angeschmissen wird. Um 10 Uhr öffnen dann hier die beiden Bahnen auch. Wir stellen uns dann gleich schon mal da hinten am Eingang hin und dann gucken wir mal, was der Tag so bringt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Schön, dass das Wetter so gut ist. Und ich bin gespannt, was meine Schwester so zu Fly und Rockburg sagt. Ich hoffe, dass das mit dem Vloggen gut funktioniert, weil im Phantasialand ist die Musik ja auch ab und zu mal ein bisschen lauter und ja, durch die Maske kommt halt nicht so viel Ton von mir raus. Oh, jetzt geht da hinten ein Händetrockner los. Ich glaube, die Lea, die kommt gleich von der Toilette. Schluss hier mit der Stille. Die Musik ist an und wir sind gefahren. Wir sind Windjams 4 gefahren. War eigentlich ganz schön so, also das Ganze zu öffnen, hier auch mal mitzukriegen. Ich finde den Unterschied interessant. Die Bahn war jetzt doch recht flott unterwegs, meiner Meinung nach. Aber gerade bei den Testfahrten von außen sah die halt extrem langsam aus. Und du merkst halt, wenn du den Wagen voll besetzt, was da für ein Geschwindigkeitsunterschied schon ist. Wir gucken jetzt mal bei Crazy Bats, ob die Bahn auf hat, denn die war jetzt irgendwie letzte Woche ein paar Tage geschlossen. Aber das sieht sehr offen aus. Crazy Bats ist ja die VR-Achterbahn, die letztes Jahr neu war. Sie ersetzt quasi den Temple of the Nighthawk oder ist der Temple of the Nighthawk nur mit VR-Brille. Aber nicht zurzeit, denn derzeit ohne VR. Wegen Corona gibt es keine VR-Brillen hier. Deswegen eigentlich wieder Temple of the Nighthawk mit neuer Musik. 5 Minuten Wartezeit wird wahrscheinlich auch nur der Weg zur Station sein. Was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, es war ja eigentlich immer so ein Phantasialand, dass man auf den öffentlichen Wegen keine Maske tragen muss. Das hat sich im Laufe der letzten 1-2 Wochen geändert. Denn nachdem die Maskenpflicht erweitert wurde auf erst nur da, wo man 1,50 Meter Abstand nicht halten kann, wurde sie jetzt nochmal erweitert auf allen Parkwegen. Das heißt, die gesamten Zeitraum, während ihr im Park seid, müsst ihr Masken tragen. Hält sich jetzt auf jeden Fall für die nächsten 2 Tage erstmal noch so. Natürlich, wenn ihr was esst oder sowas, dann könnt ihr die abnehmen. Aber sonst, auch wenn ihr auf den normalen Wegen lauft, das heißt der da unten, nicht nur die Warteschlangen, müsst ihr Masken tragen. So,
jetzt sind wir noch zwei Runden Crazy Bats gefahren. Wie gesagt, ohne VR. War ganz nett. Überraschend finde ich den Unterschied zu vorne und hinten. Vorne war schon sehr langweilig. Hinten war schneller. Ja, hinten war schneller. Jetzt bewegen wir uns mal Richtung Hochburg, die neue Themenwelt. Ja, geh mal vor. Der erste Eindruck zählt, würde ich sagen. Achso, wir kommen übrigens ohne Anstehen rein. Also es ist wirklich extrem leer heute. Ich bin jetzt noch nicht so oft hier reingekommen, aber jedes Mal, wenn du da durchgehst und hier reinkommst, fliegt irgendwie so ein Zug über dich drüber. Das ist total cool. Auf jeden Fall faszinierend. Hier ist auch so ein leichter Geruch von Essen. Ja, überall Nebel. Es sieht immer noch fantastisch aus. Ich meine, so lange ist noch nicht her, als ich das letzte Mal hier war. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal fly hier, oder? Ja. Komm mal, Fly. Wir hatten leider etwas Pech, sagen wir es mal so. Chronologisch wären wir in der ersten Reihe gewesen. Leider sind die in der anderen Reihe, die angeteilt wurden, haben gefleht, dass sie nach vorne kommen. Dementsprechend fahren wir nach ganz hinten. Aber ganz hinten ist auch einer der Superlativen. Das heißt, wie war's? Anders. Lea ist noch nie einen Flying Coaster oder so gefahren. Und ja, was hat dir am besten gefallen? Wenn man so hoch ist, aus dem Sitz mal wirklich geflogen ist. Gerade hinten hat man halt oft, dass man in den Sitz gedrückt wird, ziemlich hart. Vorne ist es halt komplett anders. Und gerade die Stelle nach dem zweiten Launch ist halt vorne eine ganz andere Nummer als hinten. Hinten kriegt man den zweiten Launcher fast gar nicht mit. Aber sonst kann man öfter fahren. Ja. Ja, dann gucken wir uns den Bereich mal noch ein bisschen an. Vielleicht fahren wir noch mal, wenn die Uhr zulässt. Und sonst würde ich sagen, gehen wir gleich noch was essen, wa? Ich bin Zimt. Wir sind schon dabei. Also ich rieche auch ganz viel Knoblauch, aber ich sehe auch die Knoblauchpaste. Wir haben uns jetzt im Uhrwerk niedergelassen und wir haben diesmal was anderes. Wir haben die teuren Pommes für 23 Euro. Beilage sind Burger. Sieht lecker aus. Die Burger muss man sich selber belegen. Letztes Mal hatten wir diesen, also es gibt da noch einen Burger mit Pommes, also quasi umgekehrt mit einem großen Burger, den man sich nicht selber belegen muss. Das hatte ich ja letztes Mal, da hatte ich den Captain's Burger. Und guck mal, da fährt eine Achterbahn. Ja, jetzt gönnen wir uns das mal hier und nächstes Mal probiere ich, dann habe ich mir fest vorgenommen, die Pasta. Jetzt sind wir nochmal gefahren und wir hatten Glück. Erste Reihe! Richtig geil! Also vorne ist die Bahn schon echt geil. Das muss ich sagen, also vorne macht das Ding richtig Spaß, man fliegt richtig oft schön aus dem Sitz, richtig Airtime-Momente. Gefällt mir. Blöderweise kann man sich halt aktuell nicht für die erste Reihe anstellen, sondern muss immer das Glück haben oder man fragt halt mal lieb, dann hat man manchmal auch das Glück. Und dann gehen wir mal kurz raus hier, kommen später nochmal wieder, wenn es dann dunkel wird langsam. Es ist heute sehr gutes Wetter, es kann halt sein, dass es nicht wirklich richtig dunkel wird, aber normalerweise ist es schon gegen 18 Uhr aktuell doch schon. Zumindest so dunkel, dass hier das Licht an ist und man das nicht auch sieht. Bevor wir Hochburg verlassen, will Lea sich aber noch ein bisschen was Süßes gönnen. Deswegen folgen wir ihr einmal in die Schokoladenwerkstatt, um dort keine Schokolade zu kaufen, scheinbar. Ich folge! Was hätten Sie denn gern? Achso, ja, ein Tütchen wäre schön. Toll. Tütchen. Muss man dann immer eins einzeln nehmen? Oder kostet alles gleich viel? Ach, kostet alles gleich viel. Ja, kostet alles gleich viel. Die haben noch draußen auch alle gemischte Tüten. Ja. Ey, geil. Das war ein bisschen viel vielleicht. Ich brauche die hier. Beste Leben.
Das klingt immer so, als wäre das irgendwie die ganze Welt, die da drin reinfällt. So kriegt man dann mehr, als man will. Bitte 120 Euro. Ich schätze 4,85 Euro. Ja, irgendwas mit 5 Euro, würde ich auch sagen. Über uns fällt übrigens die Achterbahn manchmal lang. Dann gehen wir mal Richtung Ausgang, verlassen diese Welt hier. Ich finde das immer so geil. Das ist halt einfach so eine Themenwelt, hat Lea auch gerade schon gesagt. Du bist halt irgendwie so mittendrin und alles ist um dich so eingekesselt und du fühlst dich halt nicht mehr wie in Phantasialand. Aber das habe ich ja im ersten Vlog schon gesagt. Wenn ihr ein ausführliches Review oder so zur Bahn haben wollt von mir, schaut einfach mal rein hier oben, ich verlinke es euch. Da kriegt ihr alle möglichen Infos, die ihr zu dieser Bahn und diesem Themenbereich braucht. Da doch die Fahrt noch mit einem Zug. So, wir sind bei der Black Mamba angekommen. Ich denke, der eine oder andere kennt es auch sofort. Da ist die Schiene. Ich habe gerade mitgekriegt, dass die Bahn nur im Einzugbetrieb ist. Das heißt, Wartezeiten sind da sogar länger als bei Fly. Ich stehe jetzt hier bis zum Durchgang, wo dieser Wasserfall anfängt. Und bei einem Einzugbetrieb stehst du da schon eine kleine Weile. Also ich schätze so 10, 15, 20 Minuten. Ja, bei Fly gerade zuletzt. Also am Anfang hat die halbe Stunde schon ziemlich gestimmt. Das wurde immer weniger. 20 Minuten beim zweiten Mal. Und jetzt gerade, wo wir ganz vorne saßen, ich schätze, es waren so an die 10 Minuten Wartezeit. Also nicht mehr wirklich lang. Es ist halt bei Fly halt immer so, dass man den ganzen Wartebereich gehen muss, weil der nicht wirklich gekürzt werden kann. Dann würde ich sagen, stellen wir uns hier jetzt mal an, fahren und machen wir endlich mal ein bisschen was anderes sehen, wie der in Phantasialand. Es gibt ja zum Glück nicht nur Fly. Black Mamba und Talukan gefahren. Black Mamba fand ich sehr cool, weil die wirkte extrem schnell nach so vielen Fahrten Fly. Ja. Fly ist schon langsam unterwegs, sagen wir mal so. Der Zug war ein bisschen rappelig. Der andere Zug rappelt, glaube ich, nicht so viel, aber die haben halt nur einen drauf. Und dann haben wir den Geheimgang, der hat Lea gesehen, von dem Black Mamba-Ausgang direkt in den Talukan-Wartebereich. Da mussten wir nicht einmal rumrennen. Da stand nämlich die Tür offen und wir sind einfach durchgegangen. Sind wir Talukan gefahren, war auch gut, aber Talukan schafft die Überschläge nicht und die Musik lief irgendwie nicht synchron. Wir sind am Ende irgendwie noch eine Minute gefahren und die Musik war schon aus. Naja, jetzt hört man im Hintergrund schon die tolle Musik von Chiapas und dreimal dürft ihr raten, was wir jetzt machen bei dem Wetter. Nass werden! Ja, Chiapas! Die letzten Wochen echt lange nicht mehr so viel gefahren, was so viel Power hat. Taros! Ich war echt überrascht, wie schnell diese Bahn wirkte. Und mit dem Wetter, wie frei das alles ist. Unfassbar geil. Ich habe einfach mal richtig schön tief ein- und ausgeatmet, meine Arme hochfliegen lassen. Es war einfach ein geiles Gefühl, Taros zu fahren. Mich flasht es gerade total, auch bei der Black Mamba schon, dass es einfach so schnell wirkt wieder. Einfach weil man so länger nicht von diesen großen Bahnen gefahren ist. Richtig geil, also ich find's gut. Bei dir so? Ja, auf jeden Fall. Das Wetter ist der Mega-Burner, also wir müssen nicht mal mit Jacke rumlaufen und es ist sehr, sehr aushaltbar, finde ich. Und das, obwohl wir gerade Chiapas gefahren sind, fand's richtig angenehm, einfach total geil. So, und wir fahren jetzt was? Reit! Wir können ja so eine Runde gehen. Reit! Mystery Pass ist Sengu Palace Geisterrichter Colorado. Okay, River Quest lassen wir natürlich weg, weil das dann doch ein bisschen zu nah. Da waren wir gerade drin. Lea ist ja nicht so der Freifallturm-Fan, aber wie war's? Nicht so schlimm wie gesagt. Wie ja. In Erinnerung. Da ist Hansapark und so schlimmer, wa? Ja, auf jeden Fall. Da ist ja auch freier Fall. Hier ist ja nicht frei. Ja. Aber ist eine coole Atmosphäre da drin. Ich war sehr überrascht, die fahren mit allen Gondeln. Mega cool, habe ich lange nicht mehr erlebt. Generell, was Kapazität angeht, bis auf Black Mamba sind die hier echt gut drauf heute. Taron fährt im Vierzugbetrieb und das, obwohl es nicht so voll ist. Wir gehen jetzt erstmal in Fengshu Palace, ein bisschen entspannen und danach Colorado Adventure fahren. Die Sonne geht langsam schon unter und wir haben erstmal 3 Uhr. Es ist Winterzeit. Winterzeit. So Leute, wir sind jetzt, was sind wir gefahren? Ach, Fengshu Palace. Pre-Show ist ausgefallen. Ich weiß gar nicht, was da am Anfang passiert ist.
Ja, Storytelling funktioniert nicht so bei Corona. Egal, wir fahren jetzt eine Runde Colorado Adventure. Ja, alles eine Sippe. Fly, Fengshu Palace, Colorado, alles wie Koma. Dann gönnen wir uns mal. Ich denke, Walk On hier, war ist ja jetzt auch nicht so unnormal. Aber es ist einfach so schön leer und so schönes Wetter. Und da kann man seinen letzten Freizeitpark besuchen dieses Jahr. Also gefühlt, vielleicht nicht. Nochmal richtig genießen. So. Machen wir jetzt? Hoteltag, TÜV-Tag. TÜV-Tag. Geil? Geil. Rutschen. Oh. Moin. Hier ist ja richtig Wartezeit. Liebe Gäste. Mit Abstand seid ihr die besten Gäste. Gäste. Potzblitz, da sind sie ja schon. Naja, ihr Pech. Der Aufzug ist heute kaputt. Looping. Oh. Scheiße! Jawoll! Entschuldigen Sie! Die Maskenpolizei! Nice! Hey! Warum randalieren Sie hier so? Hier geht's nach oben. Hey. Juhu. Meine Damen und Herren, Boys and Girls. Ich hab den Text vergessen. Ich renn mit voller Wucht gegen unsere Scheibe. Ich will kommen. Ganz schön warm hier drin. Kennt ihr das Loch? Moin! Die Kamera war an Orten, wo andere nie hinkommen. Das nenne ich Geschwisterliebe, hör mal. Wir müssen nach Hochburg, ich muss nämlich aufs Klo. Und ich habe das noch nicht ausgetestet bisher. Also testen wir das Ropogadanisches Klo. Machen wir denn da noch was? Das hätt's einen Bock so. Eigentlich haben wir alles durch jetzt. Jetzt können wir Wiederholungsfahrten machen bis zum Umfallen. Wir wollen halt nur relativ zeitig noch zur Ropogadanisches nachher, damit wir es im Dunkeln erleben können. Bis dahin haben wir noch so ein Stündchen. Also erstmal auf dem Port. Was machen wir jetzt? Fahrrohren fahren. Und dann? Versuchen Fly zu fahren im Dunkeln. Und dann? Wahrscheinlich machst du noch Fotos. Und dann? Nach Hause? Ja. Noch eine Runde Fly fahren im Dunkeln? Vielleicht, aber jetzt erstmal fahren, Reihe 2. Also ich sag mal so, muss ich ja ernsthaft sagen, aber wir sind mit Abstand die besten Gäste hier. Ja. Wahnsinn! So, Tarun geschafft, zweite Reihe diesmal gefahren. Vorhin erste, Unterschied gleich kaum nicht da. Und wir gehen jetzt Richtung Fly. Und fliegen noch eine Runde. Im Dunkeln. Wir müssen noch ein bisschen warten. Oder wir fahren vielleicht sogar zweimal. Wenn wir jetzt schnell reinrennen, schaffen wir bestimmt noch ein zweites Mal. Die Musik ist wahrscheinlich extrem laut für euch, aber ihr habt jetzt noch ein paar sehr schöne Eindrücke von Hochburg im Dunkeln gesehen und wir sind gerade auch noch im Dunkeln gefahren. Die allerletzte Fahrt des Tages heute, 5. Reihe oder so, 4. Reihe sind wir nochmal gefahren, war in Ordnung.
sag lieber in der vorderen Hälfte als in der hinteren Hälfte. Ich habe mir jetzt im Dunkeln noch einen kleinen Ticken mehr erwartet. Also es ist jetzt nicht so krass wie so eine Nachtfahrt bei Taron, zumindest nicht in der vierten Reihe. Aber es sieht doch deutlich schöner aus, wie auf Bildern oder sowas, die man vorher gesehen hat. Es wirkt halt sehr blau auf den Bildern. Es ist aber nicht zu blau, keine Ahnung. Es ist schon viel blau. Aber hier unten, wenn man so guckt, ist es die gute Mischung. Also kann man echt nicht sagen, es ist sehr gut gemacht. Auch wenn es sich jetzt nicht wirklich von der Beleuchtung in Rot großartig abhebt. Also man hat ein bisschen Straßen- und Laternenbeleuchtung und man hat halt dieses blaue und rote Licht. Das rote Licht befindet sich meist in den Tunneln von der Bahn so ein bisschen. Ist auch sehr dezent und relativ wenig. Ein Großteil ist halt blau, aber ja, es ist schon gut gemacht. Auch da oben die Schriftzüge, viele Schriftzüge sind nochmal angeleuchtet. Das macht schon gut was her. Wir gehen jetzt raus, wieder nach Berlin. Ich denke, im Park, da wird es tot sein. Wir sind jetzt auch schon ein bisschen wieder über Zeit drin gewesen, aber hier bleibt man noch gerne. Wie hat dir die Nachtfahrt noch gefallen? Was anderes. Immer was anderes. Ja, war was anderes, wa? Das war mal was anderes hier heute. Den ganzen Tag. Was anderes Gutes oder was anderes eher nicht so Gutes? Tja, schon gut. Aber halt so... Es ist halt anders und deswegen auf eine andere Weise gut. Es ist anders gut, würde man heutiger genau, Jugendsprache sagen. Wir verabschieden uns von einem wunderschönen Tag mit Maske. Lea, war es denn schön? Auf jeden Fall. Also wir hatten ja jetzt schon sehr geiles Wetter. Wir hatten sehr viel Glück, dass hier nichts los ist, aber hatten wir ja gerade alles schon. Und, Hätte ich nicht gedacht, dass wir so ja. heute. Jetzt noch eine Zeitung? Nee, liegt zu Hause schon. Blöd gelaufen. Gut, dann. Geh mal raus. Es sind noch 5 Schritte bis Maskenentfernung. 2, 3, 4. Scheiße, waren nur 4. Dann darf ich sie doch nicht abziehen.